Doch. Das ist kein Piekser. Nein! Was hast du denn drauf? Palette oder was? Gar nichts. Servus Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Landwirtschaftssimulator gemeinsam mit dem Max Millen. Hallöle. Hallo. So, was machen wir? Ich kümmere mich jetzt um Unkraut, richtig? Korrekt. Bei mir ist der Drescher noch am Abfahren. Ja, jetzt die Frage aller Fragen, wo war denn das Unkraut-Ding? Das ist das Striegel-Ding gewesen, das Rote. Ja, neben dem Grün. Das steht nicht neben dem Grün, das ist das Problem. Nee, das stand da eigentlich in dem Schuppen, aber hä? Warte mal kurz, ich such das mal. Dann hat das irgendwer nicht richtig zurückgebracht. Ich war's nicht. Ich noch weniger. Sag mal, wo... Ach, da ist es, da ist es. So. Ich lass den Drescher schon mal da unten stehen. Jojo. Na? Ach ja, stimmt, manuelles Ankuppeln, sehr geil. Ein Hoch auf die Mods. Haben wir eine Kabel? Nö. So, dann düse ich mal schnell zu Feld 15 und hau mal das Unkraut da raus. Alles klar. So. Ich fahr mal zum Hof. Also dieser, sorry für die Natur, aber dieser blöde, diese Birke da in der Mitte von unserer Farm, ne, die geht mir ziemlich auf den Senkel. Weißt du, was ich meine? Ja. Was machst denn du? Fenster zu. Ah, ja, passiert. Sieht sonst. Ja. Ja, es ist im Sommer, muss man jetzt leider ab und zu mit Hintergrundgeräuschen leben, weil ich würde sonst hier ersticken. Guten Tag. Hallo. Ich weiß, war jetzt nicht das beste Fahrmanöver, das ich hier an den Tag gelegt habe. Okay, ich sehe zwar jetzt kein Unkraut, aber da ist anscheinend Unkraut. Es ist auch die Frage, wann man das irgendwie wegmachen muss. Es kann auch sein, dass man das mit irgendwie Dünger oder Unkrautvernichter nur wegkriegen kann. Das geht ja auch. Ja, als ob ich sowas weiß. Moment mal, muss man das anschalten? Nee, ne? Das zieht man einfach so rüber. Ja. Gut. So, der John Deere fährt jetzt in die letzte Bahn. Oder tut er doch nicht? Das wird weniger. Ja, das lichtet sich, glaube ich. Und wir haben jetzt auch einen neuen Mod installiert, und zwar Hut Hider. Versuche ich auch mal jetzt öfters zu benutzen, dann hat man nämlich wirklich ganz freie Sicht, finde ich auch viel besser. Welche Taste? Die linke Alt und dann 1 Taste gedrückt halten gleichzeitig. Ah, sehr, sehr schön. Und zum wieder deaktivieren das gleiche nochmal in Reihenfolge, nur rückwärts. Wir müssen hier sowieso noch eine Bahn ziehen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Dann kann der Johnny schon mal direkt... Warte, musste Feld 11 gepflügt werden. Das ist gerade abgeerntet. Ja. Ja, muss gepflügt werden. Dann machen wir das direkt auch gleich mit. Ja. Anstelle des Grubberns einfach pflügen direkt. Dann müssen wir hinter uns. Ja, warum nicht, ne? Ja. Dann auf zum Hof. Lol, ich dachte gerade. Ich muss auch mal ganz schnell ins Fenster. Ich dachte gerade so, warum fährst du denn nicht? Ja, ab und zu mag mein Tempomat irgendwie nicht so ganz. Das ist komisch, das variiert von Gerät zu Gerät. Wenn du einmal den Tempomaten drin hast, dann fährt er die Geschwindigkeit. Bei anderen Fahrzeugen haust du auch einen Tempomat rein, aber dann fährt er schneller als gewünscht. Ja, oder gar nicht. Ja, oder gar nicht, genau. Meistens. Wenn er schneller fährt, wäre es ja auch noch cool. Also mit dem Striegel hat man echt einen beschissenen Wendekreis. Dieser Striegel hat echt einen beschissenen Wendekreis. Rutsch mir Buckel runter, ist der Kacke. Alter. Haben wir eigentlich schon eine realistische Tankding drin? Ich glaube schon, ja. Okay. Irgendwie will jetzt gerade meine Maus nicht. Doch, jetzt will sie wieder. Ich stand zu nah an der Wand.
Ach, das Ding muss herunter. Nee, doch nicht. Super. Hashtag Profi. Ja. Ich erinnere dich gern an deine Drehschemel. Wenn's dich erfreut. Willst du, dass ich das Game gleich verlasse? Bitte erst nach der Aufnahme, vielen Dank. Auch noch Ansprüche haben hier. Ja, klar doch. Ja. Du willst mich doch echt verarschen, oder? Nö. Rückwärts. Vorwärts. Ja, das scheint doch zu funktionieren. Und rückwärts. Und vorwärts. Aber in die andere Richtung. So. Der Anhänger steht jetzt schon wieder am Feld für den Drescher nachher. Ja, das ist schön. Jetzt ist schon wieder Unkraut hier. Bin ich bekloppt? Ne, das ist gar kein Unkraut. Nein! Nicht dort. Ach Mann, ich wollte V drücken, nicht Leertaste. Dass die auch so kurz nebeneinander liegen, meine Güte. So, ich weiß, ich hätte das strategisch besser fahren können. Aber ist jetzt halt immer so. Wie immer oder mehr so spontan? Ich hätte es ordentlich fahren können. Oh. Nein. Was nix ist da gerade passiert? Gar nichts. Gut. Es ist auch so, keine Delle im Rasen. Nein. Wir haben nur 66.000. Sonst hol dir eine blöde Pflegebereifung. Ich muss ja nicht langfahren. Mit Pflegebereifung kann ich nichts kaputt machen, ne? Ja. Okay. Aber du hast mit denen noch weniger Grip. Ich fahre aber trotzdem außen rum, weil ich mir das sonst angewöhne, innen zu fahren, also durch die Felder, und dann habe ich mal keine Pflegebereifung drauf und schon passiert's. Ja, das Straßenschild ist so schön und ach Gott. Ach. Und die Laterne auch. Liebe Laterne. Ja, tut mir leid, ich muss mal los. Oh, Digga, was. Was ist denn bei dir schon wieder los? Nichts. Nichts passiert. Hast du Beweise? Nein. Also ist nichts passiert. Noch nicht, aber wenn es parallel hochgeladen wird, dann sehe ich's. Mist. Tja, irgendwo hinkt's dann doch noch, ne? Eventuell. Möglicherweise. Schau doch mal bei den Kühen nach. Vielleicht brauchen die noch wieder ein bisschen Verpflegung. Ja, mache ich. Ich parke aber erst kurz den Unkraut-Entferner ein. Ich weiß gerade nicht, wie Striegel. Der heißt. Striegel, danke. Ja, Unkraut. Wir wissen doch, was gemeint ist. Ach ja, stimmt, zuerst runterlassen. Wir wissen ja, was gemeint ist, ne? Ja. Zack. Ja. Klingt jetzt nicht so begeistert. So, Alter, ich drück immer volle Pulle aufs Gas, dabei sollte ich einfach ab und zu ein bisschen langsamer fahren. Dann baue ich weniger Unfälle. Auch, das sind wieder die Hühner. So, ich versuche mal wirklich so realistisch wie möglich hier zu fahren. Und sieht ganz gut aus. Super. Problem ist nur, das wird sich noch ein bisschen ziehen, bis das da hinten alles fertig ist. Oh. Hallo, Kühe! Entschuldigung, ja, ich kann es verstehen, dass du Angst hast. Oh, Kühe! Fährst du die gerade platt? Nein, ich renne mit einer Kettensäge durch. Ist ja noch besser. Hier soweit. So, aber lass die Fleischkoteletts bitte nicht auf dem Rasen liegen. Es gibt sonst Flecken. Die brauchen Gras. Und Heu. Heu brauchen sie auch noch. Und Mischration. Machst du mal Mischration und ich mach Gras? Wobei, brauchen die Grasballen? Oder Gras aus dem Ladewagen? Sekunde, ich komme. Ich sag dem Helfer kurz noch, dass er hier weiter pflügen soll, dann springe ich in den anderen.
Ja, ist ja gut, du kriegst gleich. So, weil... ja, es ist die Frage, ob wir das aus dem Ladewagen brauchen. So, ich guck mal erstmal kurz, was die... Was die Anzeige sagt. Und zwar Heu, Silage oder Heupellets. Stroh kann nachgefüllt werden und Wasser. Mach du mal sonst Wasser. Ja, ich wollte mich gerade ums Gras kümmern. Das kannst du auch gerne machen. Ja, welches brauche ich denn? Das Beilding oder das aus dem Ladewagen? Das hast du mir immer noch nicht beantwortet. Im Ladewagen ist übrigens Stroh drin. Hashtag Profi. Ja. Mann, weißt du nicht, was ich meine? Nee. Hä? Du kannst doch aus... ja, loses... Du kannst aus Stroh, aus den Ballen loses Zeug machen, ist mir auch klar. Nur, das brauchen die jetzt gerade nicht. Keine freie Kapazität mehr für Wasser. Dann sind die voll. Schon komplett, ja, die sind voll. Ein bisschen Stroh könnten sie... Mischration Heu und Gras. Also, welches Gras? Das Ballengras? Ja, aber Heu. Hä? Das mittlere, das hier. Ja. Das helle Zeug. Da steht Heu drauf. Hier steht Gras drauf. Ja, aber sie brauchen doch auch Gras. Stroh. Ja, dann hau auch Gras rein. Ja, weil da vorne steht nämlich, stehen nämlich noch zwei. Dann lade ich die erstmal weg. Aber ich brauche, wo hast du denn? Wo hast du meine Schaufel vorne hin? Fuck! Wo sind denn meine Piekser? Die hast du doch dran! Nein! Doch! Das ist kein Piekser! Nein! Was hast du denn drauf? Palette oder was? Gar nichts. Ah, bei dem, da wo der blaue Truck steht, das grüne Regal, da stehen die drin. Da ist die oben drin. Ach so, ja, jetzt weiß ich, stimmt, hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können. Aber ich habe hier ein kleines Problem und zwar... Ja, ich höre. Kriege ich das auch mal hier wieder weg? Ja, so. Und zwar ist mir die ganze Palette hier reingeknallt. Geil. Radlader. Naja, das wird schwierig. Okay, lassen wir die erstmal drin. Und wenn ein Stroh draußen ist, resette ich die Plattform einfach, dann ist die wieder leer. Hoffentlich. Ha! In der Ego-Perspektive angekuppelt. Woohoo! Ich bin ein Genie. Was hältst du eigentlich von den Nachrichten von dem neuen Drehschemel, der bald geliefert werden soll? Ja. Ich liefere den zurück, der geht retour. Schneller als er hier ist. Ja, da sagt er nichts mehr. Nein, ich muss nur gucken, dass ich den richtigen Trigger erwische hier vorne. Aber was mich gerade freut, dass wir, ja, ja, hier kann ich auch, dass wir hier diese geilen Mods drin haben. Hat halt, ich fahre jetzt auch schon ohne Hat. Sehr genial. Ist auf jeden Fall um einiges realistischer. Weil ich weiß gar nicht, ob ich in der Realität überhaupt so einen Radlader fahren könnte. Gewöhnt man sich dran. Ich habe jetzt hier das lose Stroh einmal hingeworfen. Oh. Hier vorne. Ist vielleicht auch nicht so ganz so schlau, aber ich muss den scheiß Ballen, diesen Wagen hier leer kriegen. Und auch noch ein bisschen knapp. Den muss ich resetten. Hä? Warte kurz. Ach, jetzt passt's. So, wo sind wir denn? Hier oben, und zwar der... Wo muss denn das Heu hin? Hallo? Das Heu muss du in diesen... Ja. Das ist so ein Strohballen, den du da hast. Ja, aber den muss ich muss ja trotzdem wissen, wo das Heu hin soll. Magst du mal bitte deine Schaufel da aus dem Weg ziehen? Die stört mich gerade beim Abladen.
Ja, dann müssen wir uns hier irgendwo einen Platz suchen, wo wir die alle hinlegen. Hä, kannst du doch, warte. Leg die doch einfach hier daneben hier. Gut, da stören sie dann keinen. Alter, ich krieg das doch niemals jetzt in der Ego-Perspektive abgeladen. Never. Okay, ich würde sagen, wir probieren's, oder? Noch schlimmer als wie bei den Drehschemeln kann man nicht versagen. Ja, ganz dünnes Eis, Kollege. So. Ah, stimmt, ich muss eh die, den Wagen wieder hochholen. Ich habe den gerade resettet. Palette war, wie gesagt, drin. Ist reingefallen. Ja, ja. Runter, bisschen weiter runter, yes. So, und jetzt brauche ich das Heu. Und wo muss das Heu hin? Da, wo vorne an der Halle das grüne Zeug im Futtertrog liegt, da muss das reingeschmissen werden. Sehr schön. So. Das ist geil, hier steht Notausgangsschild an der rechten Seite. Ja, wo soll ich denn sonst raus? Links oder rechts? Kann ich es jetzt fallen lassen oder was muss ich damit jetzt machen? Ja, warte, ich hol schon den Wagen. Achso, das muss in den Wagen. Ja, das muss ja wieder sich auflösen. Achso. Warte kurz, ich fahr Richtung Zaun. Und dann fährst du an mir vorbei. Beziehungsweise unter mir vorbei. Ja, ich muss aber kurz drehen, weil das Abladeding ist auf der rechten Seite. Oh, wir haben schon einen Mist. Was für ein Mist? Ja, okay, Mist im Sinne von Mist. So, dann fahren wir unter mich. Das ist doch hier jetzt mal Teamarbeit. Digga, fahr ein Stück zurück. So. Vor allem, ich mach jetzt alles nur mit Ego. Nee, ich bin jetzt gerade das erste Mal hier, mache ich das immer. So. Jetzt raus. Na, raus. Sehr schön. Seid ihr bereit? Teamarbeit. So. Was soll ich jetzt machen? Das maximale Fassungsvermögen des Futtertrucks reicht aus, um die Tiere für 10 Tage zu füttern oder zu ernähren. Nice. Ja, easy. Malle ahoi. Ja, auf geht's, komm, aber wirklich. Malle. 10 Tage reicht locker für einen entspannten Urlaub. So, jetzt nochmal die Frage. Was müssen wir jetzt machen? Ich habe hier gerade so ein bisschen den Plan verloren, beziehungsweise eher den Überblick. Guck mal sonst, dass wir vielleicht die Zeit ein bisschen vorspulen. Wir haben jetzt ja gerade nichts zum Säen. Oder wir sind ja gerade noch nichts zum Säen. Moment, ich gucke mal, ob wir sonst noch was... Nee, wird da hinten nicht gerade wird da gegrubbert? Nee, da wird geflügt. Das ist doch, hier Feld 12 können wir sehen. Das ist gegrubbert. Ja, wer will's machen? Immer der fragt. Sag mal, können wir uns eine größere Seemaschine wenigstens leihen für das eine Mal? Weil mit dieser 3 Meter Seemaschine bist du doch an dem Feld ewig dabei, da kriegst du auch einen Kollaps. Ja, müssen wir mal gucken. Guck mal durch, was haben wir denn maximal an PS? Also, wir haben wie gesagt, das höchste war 235 mit deinem an PS. Mit dem, den ich jetzt gerade fahre. Ja, genau. Das Problem ist, dafür braucht man dann mal wieder die normale Bereifung, nicht die Pflegebereifung, weil dadurch verlierst du sehr viel an Grip. Ja, das ist ja beim Sehen jetzt nicht ganz so schlimm. Und was haben die anderen? Was hat denn der Käse? Der Käse, der hat 130. Mein kleiner Fendt 115 und der Johnny 200. 200? Korrekt. Wir haben hier eine 6 Meter Seemaschine. Die hat 180, die braucht 180 PS und das ist dann auch so ziemlich die kleinste, bevor das ziemlich explodiert. Meinst du diese Rapid Air
A600S. Oh, warte. Die Solitaire 12, die hat 12 Meter und die braucht nur 150 PS. Die ist sogar theoretisch besser. Ja, aber die Rapid A600 ist eine Direktsaarmaschine. Das heißt, kein vorheriges Grubbern oder Flügen nötig. Ja, ist ja auch gut. Dann sparen wir uns sogar noch sehr viel Zeit, weil wir direkt sehen. Ja, wobei, jetzt für ein... Ja, stimmt. Aber wir können die uns halt gerade nicht kaufen. Das ist so das Problem. Wir haben keine Kohle dafür. Deswegen dachte ich eigentlich, wir leihen uns jetzt einfach kurz eine für das Sehen und dann planen wir weiter. You know? Ja, ja, aber... Warte mal kurz, was kostet denn die Rapid da fürs Leihen? 3.800. Was kostet die Solitaire im Leihen? 5.400. Oh. Pro Arbeitsstunde. Ja, also wir wollen die wirklich jetzt nur fürs Sehen, für das eine Feld da haben, ne? Ja. Ja, lass uns die größere nehmen, dann sind wir schneller damit durch und weniger Kosten. Stimmt auch wieder. Okay, ich leih die, ne? Ja, mach das. Mieten. Ich habe keine Erlaubnis. Krieg ich mal Erlaubnis? Ei, ei, Chefchen. Das ist geil, dass der Chef hier keine Erlaubnis hat. Sag mal, was ist denn hier kaputt? Ich bin das Chefchen. Steht beim Händler bereit. Alles klar, dann kümmere ich mich nochmal wieder um ein bisschen Gras. Warte, wer hat jetzt hier... Moment, die hat jetzt... Oh Gott, jetzt habe ich vergessen. Ich glaube, die braucht 150 PS, ne? Ja, aber das kannst du mit deinem... Okay, das kann ich mit meinem machen. Ja, Digga, ist ja... Sorry, mal vorbei. Ich hab's schon vergessen. Ich mach da mal, wie gesagt, mal Gras. Ja, ich hol mal noch schnell die Sämaschine ab. So. Ist auch geil, mit dem Ding könnte ich Leute umbringen hier. Weißt du, wo die... Ah, da vorne. So. Rumpdidum. Das ist schon geil, irgendwie ohne die ganze Kacke da... Ja, ich versuche jetzt so lang wie möglich in dieser No-Hut- und auch Ego-Perspektive zu fahren. Ja, wir müssen uns natürlich ordentlich verhalten hier. Hä? Wo hänge ich denn hier? Ah, lol. El Chefchen fährt erstmal direkt gegen eine Laterne, beziehungsweise gegen so einen netten Pfosten an der Seite. Kein Wunder, dass es da nicht funktioniert. So, zack, aussteigen, ankuppeln. Hast du noch Kabel? Vielleicht, ne? Oh, zack, zack. Zack. Ach so, halt. Da muss ja jetzt auch. Wir können hier vorne schon mal wieder Grasschnitt vorbereiten. Das. Ach halt, wir brauchen ja auch noch mal so ein paar Big Packs, ne? Genau. Mineraldünger, nein. Wo ist es jetzt? Hey, Schweinefutter, Hafer, Weizen, Saatgut. Ja. Yeah. Das Ding kann man sich mieten? Welches jetzt? Moment, ich muss mal ganz kurz. Okay. Ei, warum geht das denn nicht? Oh, warte, da vorne hat noch eins gestanden, ne? Was wollen wir denn anpflanzen? Überleg mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Wahrscheinlich wieder Fenster oder so irgendwas. So. Den sammeln wir auch noch ein. Jawohl. Na, komm, einen machen wir noch. Wobei, nee. Wir lassen das mal. Und jetzt fahren wir mal zu. Ach so, shit. So, wie wär's jetzt mit Sojabohnen? Okay. Jo. Ich habe jetzt erstmal 2,5 Paletten da eingeladen. Die andere, die am Shop stand, habe ich auch noch leer gemacht. Und positioniere mich jetzt am Feld. Und dann werden wir in der nächsten Runde werden wir anfangen zu sehen. Sollte ja dann relativ fix gehen hier. Und ja, keine Ahnung, was wir dann sonst noch so machen, ne? Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, die Grastechnik hier soweit vorbereitet. Wird auch schon geschwadet. Oder zumindest erstmal gezettert, genau. Das Gras zittert vor meinem Zetter. Deswegen sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Jo, wie immer, Däumchen und Abo nicht vergessen, ne? Exakt, und... Und ansonsten, habt noch einen wunderschönen Tag. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.